Hi YouTube, wie auf meinem Kanal angekündigt, heute das Unboxing der Xbox One, Day One Edition natürlich. Fangen wir direkt beim Karton an. Wir haben vorne FIFA-Werbung drauf, weil es halt als Downloadcode enthalten ist. Dann haben wir hier auf der Seite, haben wir optimal zu sehen, was da drin sein soll. Also Xbox an sich selber ist klar, dann das Kinect, ein Controller mit der Day One Prägung. Dann haben wir einmal einen Headset, wo alle PlayStation-Leute ja gesagt haben, ist nicht dabei, habt ihr kein Headset, aber guckt mal euer Headset an. Dann haben wir ein tolles HDMI-Kabel, ready für 4K heißt es da. Dann haben wir, WLAN wird mit Sicherheit nicht enthalten sein, das ist in der Box drin und 500 GB. Ansonsten stehen da noch ein paar Krim, das könnt ihr euch selber durchlesen, wenn einer habt. Habe ich jetzt eigentlich wenig Zeit für und auch gar keinen Bock, euch das zu erklären. Ich denke mal, das versteht sich von selbst. So, ich würde sagen, einfach mal, alles dabei. Dann fangen wir mal an, hier aufzuschneiden. Jetzt bloß nicht in die Zockerfinger schneiden. Das wäre, glaube ich, jetzt für das Wochenende natürlich sehr, sehr uncool. Haben die das echt hier unten verklebt? Tatsache, hier unten haben sie es auch nochmal verklebt. Mensch. So. Okay, das war wahrscheinlich mal. Alles klar, Karton weg. So, was sehen wir da? Okay, hier ist es schon auf. So. Jetzt haben wir halt hier den Karton an sich nochmal. Xbox One, okay. Ich denke mal, einen schwarzen Karton wird es dann nicht mehr geben. Hier unten Seriennummer und so ein Kram. Ich denke mal, das wird dann bei jeder Box gleich sein, außer die Seriennummer. Okay, dann würde ich sagen, öffnen wir mal das gute Stück und schauen mal rein. Okay, da haben wir hier auf jeden Fall Kinect oben drauf liegen. Ich denke, das hat man bei Major Nelson so schön gesehen. Er hat das Ding direkt rausgeruppt. Dann haben wir da ein Kabel dran, okay. Also Kinect selber, ich hätte es mir jetzt kleiner vorgestellt. Ist jetzt doch schon etwas größer geworden, aber okay, das war Kinect. Auf Seite damit. Dann haben wir hier so ein bisschen mehr Pappe, wie immer. Ist ja die Zeit da drin. So, fangen wir mal an. Okay, das hier scheint einmal der Download-Code zu sein. Steht mal. Ja, alles klar, Download-Code ist dann hinten mit einem QR-Code versehen. Sehr schön. Dann hier, wunder, das Xbox-Headset. PlayStation lässt grüßen, ihr habt da glaube ich nur so ein komisches Kabel mit irgendwie so einem Knubbel am Ende. Fand ich jetzt nicht so geil, also ich finde das Ding schon cool. Ob es der Tragekomfort zulässt, also ich sage jetzt mal, das wäre jetzt für die Rechtshörer. Ich denke mal linksrum wird das mit Sicherheit auch gehen, wenn das hier irgendwie... Jawohl, also für Linkshörer, für mich zum Beispiel, ich würde es auf der linken Seite tragen, wäre halt schon super. Okay, das ist dann Headset, die üblichen Verdächtigungen. Okay, hier haben wir nochmal einen QR-Code, ich denke mal der QR-Code ist für das extra Day One Special. Dann haben wir hier nochmal einen QR-Code für, keine Ahnung, dann haben wir hier einen tollen Sticker. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Bedienungsanleitung in Weiß, etc. Alles klar. So, einmal ganz normale Kaltgerätestecker für das Headset natürlich nicht, sondern für unseren Backstein, den wir dann wieder unter dem Tisch liegen haben. Sieht fast so aus wie das von der letzten Box, von der 360er Slim. War auch ziemlich klein. Okay. Dann, okay, hier so wird wahrscheinlich der Controller drin sein. Also, Microsoft kann echt gut verpacken. Ja, also mit Day One Prägung. Sehr schönes Teil, liegt auf jeden Fall Bombe in der Hand. Also ich habe das schon auf der Gamescom testen können. Sehr gut, sehr gut. Hier ist noch was drin. Ah ja, okay. Batterien, Duracell mal wieder. Microsoft übrig. Ja. So, weiter geht's. Dann haben wir hier HDMI-Kabel. Das soll ja dieses 4K-Kabel sein. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Noch nicht mal goldene Stecker hat man da dran. Okay, naja. Da haben wir auch 500 Euro für eigentlich das hier bezahlt. Und nicht für einen goldenen Stecker an irgendeinem. Schauen wir mal, wie wir das hier am geschätzten rauskriegen. Okay. Okay. So, eigentlich wollte ich eine nette Blondine engagieren, die mir dabei hilft, aber leider nichts geworden. So, schauen wir mal. Also Verpackung, das ist echt der Hammer. Okay, das ist die Frontseite, wie man sieht.
Okay. Dann schauen wir doch mal auf die andere Seite. Dann haben die bestimmt auch noch schön zugeklebt, jawohl. Also das ist die Xbox selbst. Ja, wie ihr seht, nichts Spektakuläres. Vorne ein Slot-In-Laufwerk. Hier ist ein, ja, ich sag mal, ein Einschalter zum Tippen. Den kann man selber nicht drücken. Also das ist einfach nur wie bei der Xbox Slim. Dann haben wir hier hinten die ganzen Anschlussmöglichkeiten. Fängt an hier mit dem Strom. Dann haben wir hier den HDMI Out zum TV. Dann haben wir hier einen Optical Out für, ja, ich sag mal, Turtle Beach Headsets etc. Dann haben wir hier den HDMI In für SAT-Receiver oder whatever. Dann haben wir hier zweimal USB. Dann haben wir hier den Anschluss für das Kinect. Hier haben wir dann einen In-Out. Das heißt, das ist ein ganz normaler Klinkestecker. Und dann haben wir hier ganz normal den Netzwerkanschluss. Und natürlich den Kensington-Lock. Ich sag mal, keiner von euch wird die zu Hause anketten. Also ich nicht. Ja, dann würde ich sagen, holen wir nochmal alles ins Bild für euch, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt. Wir haben... Was denn? Deiner Seite sind nur noch zwei USBs. Ach so. Er hat recht, wir haben noch zwei USBs vergessen. Oder besser gesagt, einen haben wir vergessen. Das ist ein USB 3.0 auf der Seite. Dann hier, weiß ich jetzt nicht, lässt sich so ein bisschen drücken. Aber ich denke mal, das wird für den Controller sein, zum Anschließen. Dass man da drauf drückt, weil hier vorne hat man den, ja, Eject-Knopf. Okay, dann holen wir nochmal alles ins Bild und lassen uns das mal anschauen, was jetzt alles dabei ist. Also Controller. Ganz normales Kaltgeräte-Steckerchen, Netzteil, HDMI 4K, das Kinect, Kabel ist schwerer wie Kinect. So. Und dann haben wir hier noch das Headset und dann haben wir hier noch Download-Codes und noch irgendwelche Papiere und noch irgendwelche Aufkleber. Alles klar, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ich bin raus.